Wohnungen mit Altstadtflair an von Bäumen gesäumten Straßen sind in München begehrt. Die Elvira-Straße 17 Projektgesellschaft MBH, die zur KK Unternehmensgruppe gehört, errichtet in der bayerischen Landeshauptstadt ein modernes Stadthaus mit 27 Wohneinheiten und 27 Tiefgaragenstellplätzen. Die Elvira-Straße liegt im idyllischen Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg westlich der Innenstadt. Auf dem ca. 860 Quadratmeter großen Grundstück wird ein mehrgeschossiges Stadthaus errichtet, bestehend aus zwei Gebäudeteilen, die unterirdisch über eine zweigeschossige Tiefgarage verbunden sind. Eine Besonderheit der 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen sind die bodentiefen Flügelfenster. Ein Großteil der Wohneinheiten verfügt über mindestens eine Terrasse, eine Dachterrasse oder einen Balkon. Zusätzlich gehören zum Grundstück kleine Grünflächen sowie ein Kinderspielplatz im Innenhof. 16 der insgesamt 27 Wohneinheiten wurden bereits verkauft. Die Elvira-Straße ist eine verkehrsruhige Seitenstraße der Nymphenburger Straße, die Richtung Odeonsplatz verläuft. Über den nahegelegenen U-Bahnhof Meilinger Straße verkehren die Linien U1 und U7. Eine Fahrt zum Hauptbahnhof dauert ca. 5 Minuten. Die Weltstadt München verfügt über eine überdurchschnittlich hohe Lebensqualität und ist ein gefragter Standort zum Arbeiten und Leben. Der zentrumsnahe Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg wächst seit Jahren kontinuierlich und gilt in München als gute Wohnlage. Charakteristisch für den Bezirk sind herrschaftliche Altbauvillen aus der Gründerzeit, das namensgebende 1664 erbaute Schloss Nymphenburg sowie Park- und Grünanlagen. Hallo, mein Name ist Konstantinos Kokmotos. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der KK Unternehmensgruppe und verantworte unter anderem die Projektentwicklung für das Stadthaus Elvira-Straße 17 in München. Die KK Unternehmensgruppe mit Sitz in München ist spezialisiert auf Neubaumaßnahmen und Revitalisierungen und legt größte Sorgfalt auf eine nachhaltige Wertschöpfung in diesem Bereich. Unser Management verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Projektentwicklung und hat bereits mehrere Projekte im Münchner Großraum in besten Stadtlagen realisiert. Nach Wohnraum herrscht weiterhin anhaltende Nachfrage auf dem Münchner Immobilienmarkt. Gerade Wohnungen mit sehr guter Verkehrsanbindung sind eine Rarität.